So Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem The Sacred Stones im Vorbereitungsbildschirm zu Kapitel 16 und wir können 12 Einheiten mitnehmen. Plus Arthur. Was machen wir jetzt mit Sully? Das ist so eine Sache jetzt für sich, ne? Ich denke mal, ich kann Natascha schon mal einen Leitstern mitgeben. Marisa hat immer noch die Heldenzierde. Die Waffen dürfen auch noch ausreichen für die Aktion hier. Ja doch. Muss ich halt Natascha. Um einen Leitstern einpacken lassen werde. Das Geheimbuch und die Energietropfen müsste ich eigentlich, Energiering in dem Fall, ne? Müsste ich eigentlich auch noch verwenden. Dazu aber später mehr. Ach ja, richtig, hier kann man ja nochmal nachgucken, wenn sie... Ah, guck mal hier. Der hätte auch mit, Noll reden können, nur der ist jetzt ausgegraut. Denn, naja, er ist uns ja leider verstorben. Oh. Vanessa ist ja auch futsch. Die beiden sind auch weg. Das heißt, 4 Einheiten, 5 Einheiten. 6 Einheiten. Ja, 6 Einheiten fehlen uns bis dato. Ah, verdammt. Wollen wir mal die Formation prüfen. Nicht ganz in Ordnung so, nur... Ich würde gerne Franz dahin haben. Ansonsten, hier haben wir jede Menge Dunkelmagier. Da haben wir eine Truhe. Da haben wir Orson. Mal schauen, was kriegen wir denn? Einen Truhenschlüssel kriegen wir. Türschlüssel. Eine Heldenzierde, ein Probativ. Ah. Also, hier kann man ein schönes Feuerjuwel stehlen. Wer ist denn das? Der hier. Ach, Abtrünnige. Ja, Abtrünnige. Das heißt, es sind eigentlich Soldaten von unserer Armee, von Renés Armee und naja. Denken sich jetzt auch nur so. Nur. Hauptsache, ich sehe das Geld, ne? Wie der eine Depp gerade vor dem Thronsaal. Ist ja nicht gerade nett, ne? So, Leute, ich speichere hier einmal. Ich würde sagen, wir können starten, ne? Einheiten haben wir jetzt. Inventar haben wir geprüft. Los geht's. Der hat nur eine Eisenaxt. Oh, Giftäxte. Ich hasse jede Art von Giftwaffe. Gift ist zwar auch nur so ein Effekt, der zeitweise anhält, aber... Stellen wir mal Eureka hier hin. Guardschwert ist schon in Ordnung. Dahinter unsere liebe Luz. Efring? Ich habe Efring vergessen. Leute, noch haben wir niemanden besiegt, ne? Also das zählt hier noch nicht. Ich darf ja nochmal, ne? Ach, stimmt ja. Nein. Ja, geil, Fail. Kapitel neu starten. So, Leute. Ja, ist mir Schnurz. Das hat keiner bemerkt. Ich bin so blöd. Oh, Freunde, ich bin so doof. Gut. Der war ja unten. So, jetzt ist der Sack dabei. Das ist mir gerade so unangenehm. Sorry. Einfach nur, da kann ich nur für entschuldigen. Oh, bin ich blöd. Okay, Leute. Ansonsten, ihr habt nichts bemerkt, oder? Ist jetzt nichts Außergewöhnliches passiert.
Oh Mann. Hab mal auf, wenn man schläft. Beim Zocken. So, schon mal alle hier ein bisschen näher ran. Das denke ich reicht erstmal. Und dann wollen wir schauen, wie die Söldner reagieren. Erstmal ein Critical. Mit 5%. Ja, ist klar. Die hauen ganz schön rein. Also, die sind nicht von schlechten Eltern. So, Eureka ziehen wir mal hier in die Ecke zurück. Marisa, bitte walte deines Amtes. Welches Amt auch immer. Ich denke mal, Eureka und Ephraim noch auf Level 20 zu bringen, wird kein Problem sein. So, dann kommt mal bitte her. Alter. 14 Schaden, das ist ja schon üppig. Magier sind jetzt gerade nicht schön da. Ah, wäre mir sehr lieb, wenn sie nicht töten würde, aber leider tut sie es. Den könnten wir dann nochmal was versuchen. Wer hat denn noch eine Fernkampf? Ephraim hat eine. Dreck. Tana hat auch einen. Nee, hat sie nicht. Fuck! Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Glanz. Ah, nee, das ist ja. Ja. Ganz ehrlich, komm, dann gehen wir hier lieber auf Nummer sicher. Hau dich mal eben schnell mit einem Schlag aus der Socke. Gut ist. Ach, ja, schön. Wir haben hier noch ein paar Deppen, die ordentlich aufs Maul kriegen können. Ich glaube, sie lasse ich sogar hier stehen. Also, der greift jetzt erstmal sie an. Also bis jetzt haben die Gegner kein Mal getroffen. Wenn sie treffen, dann machen sie meistens keinen Schaden. Boah. Ich denke, ich werde auch noch dieses Kapitel hier fertig aufnehmen für euch. Und dann dementsprechend, wenn es nötig sein sollte, nochmal eine Trainingssession einlegen. Aber wenn es nicht nötig ist, dann ist es nicht nötig. Dann werde ich aber dann auch das hier als letztes Kapitel für heute machen. Ich werde nämlich auch langsam dösig. Und würde gerne noch ein bisschen anderes privat zocken.
bin nämlich gerade so ein bisschen in der Stimmung für Spiele, die ich bis jetzt noch nicht durchgespielt habe. Es gibt halt etliche Spiele, die ich besitze, die halt im Regal liegen, halb durch sind oder noch nicht mal angefasst wurden von mir. Ich habe jetzt mittlerweile manche Spiele 1-2 Jahre, manche sogar 4 Jahre und habe ich noch nie gespielt. Einfach gekauft, weil ja, hast du ja dann und das war's dann, ne? Immer vorne und Joshua brauchen aber trotzdem nochmal separates Training, wenn ich sie mitnehmen möchte. Bewegt sich echt keine Sau. Ephraim wird erstmal die beiden da oben machen. Was hatten die denn da so bei? Stahllanze und Stahllanze. Schön. Die werde ich von Luz erledigen lassen. Oder schwächen lassen zumindest. Oder wir werden es einfach sehen. Wir werden es einfach mal sehen. Mal schauen. Ich schicke mal Erika schon mal bis da. Mal bei der nimm mal ein Schwert mit. Runenschwert. Erfüllt von dunkler Magie. Ah ja, den Rapier habe ich ja auch noch da. Effektiv gegen Ritter und Kavallerie und soweit ich weiß nur von Erika einsetzbar. Aber wieder ordentlich Stahlschwerter hier im Nachschub. Könnte sogar eins brauchen, also nehmen wir das hier mal mit. Ach, wisst ihr was? Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte und gut ist. Muss ja auch sein. Dann möchten sie ja noch irgendwie weiterentwickeln. Und vor allem den Barrierestab, den nutze ich sowieso für nichts und wieder nichts. Den habe ich bis jetzt in keinem Durchlauf effektiv eingesetzt. Und vorne können auch reden, aber oh, nee, will ich nicht. Ich möchte schon erstmal Sians und Nataschas Gespräch weiter fort vorantreiben. So, setzen wir nochmal Barriere ein. Ist ja überhaupt nicht voll. In dem Fall nicht verschwendet, weil, wie gesagt, ich nutze das Ding eh nie effektiv. Erstmal schauen, wie weit kommt denn ihr beiden? Du bist hier. Kann ich ja eigentlich bis hier Einheiten hinschicken. Also ich muss sagen, ich liebe die Musik von Fire Emblem. Ich will immer mitsummen. Vor allem hier bei den älteren Teilen ist das noch extremer. Und versteht mich jetzt nicht falsch, ich mag natürlich auch den Soundtrack von den neueren Fire Emblem-Titeln. Die Sache ist nur die, ich finde die Musik hier ist wesentlich eingängiger. Die brennt sich so ein. Hier kann noch einer hin. Ja, bei der Magierin die Resistenz erhöhen ist ja, ist wie Eulen nach Athen tragen. Schwachsinnig, unnötig. Ich hoffe, die meisten von euch können überhaupt was anfangen mit dem Spruch Eulen nach Athen tragen. Das weiß ich ja nicht mal. Ich könnte es euch ja mal kurz erklären. Einfach so aus Eigeninteresse vielleicht. Vielleicht interessiert es jemanden. Die frühere Währung von Griechenland waren die sogenannten Drachmen oder Drachmen.
meine aber Drachen wird's ausgesprochen. Und auf diesen Geldstücken davon waren halt Eulen abgebildet. Und daher sagt man dann, es ist wie Eulen nach Athen tragen. Denn naja, damit war die Währung gemeint. Und da sie da sowieso schon genug von da haben, war es ziemlich sinnlos, halt die dann dahin zu schleppen. Einfach nur, es ist nicht fruchtbar, der Versuch. So. Etwas blöd umschrieben und ich habe es immer so mit Erklärungen. Artikel, schön. Beste Sache, wenn ich gerade Erklärungen sage, wenn ihr mich nach dem Weg fragt, wie komme ich da und da hin? Fragt mich bitte nicht, Leute. Ihr dürft mich niemals nach Richtungsangaben fragen. Einfach nur aus dem Grunde nicht. Weil ich mich an markanten Punkten orientiere. Oder ich sage euch nicht irgendwie, ja, da müsst ihr die Schmiedestraße runter und dann das dritte Haus auf der Straße, wenn ihr von der und der Straße aus ankommt, ist es dann so in der Richtung. Sondern ich sage dann, ja, da steht eine dicke, alte, knorrige Eiche. Ja, was ist, wenn der Baum gefällt ist, ne? Dann hat man halt die Arschkarte gezogen. Das sind halt meine Richtungsangaben. Ich sacke einfach fett bei sowas. Schön, dass ihr das Klackern durch den Filter nicht mehr hört. Weil als ich noch meine anderen Videos aufgenommen hatte, wenn ich da ein bisschen zu sehr auf dem Controller rumgeeiert bin, wie jetzt hier zum Beispiel, yay, Epilepsie. So, Entschuldigung. Da hat man das mal gehört. So, wo kommt denn der jetzt ran? Da würde ich gerne Irika hinstellen. Ich weiß nicht, ob von hier hinten noch Einheiten nachrücken. Meine aber in dem Falle nicht. Oder wartet mal. Ich werde noch mal kurz was überprüfen. Doch, hier kommen noch Einheiten nach. Ich musste nur mal kurz gucken, wie die Karte hier unten aussieht. Hier kommen noch Reiter nachgespawnt hier von der Position her. Dann werde ich da mal Franz stehen lassen, denn das mache ich meistens so, dass er die alle abfängt. Meistens mit einer Lanze. So, schön. Ich denke, da können wir ja erstmal uns getrost zurücklehnen. Kam ich daran, ne? Fuck! Na, er wird schon überstehen. Bin so ein Dämmlack. Manchmal will ich mich echt selbst schlagen. Für solche Aktionen da. Na? Hä? Wie? Was? Wieso? Ich werde mal kurz sie hier hinstellen. Hat er genug? Ja, zwei Heilmittel dürften reichen. Einmal EP farmen. Und vor allen Dingen, das ist der erste Part zu diesem Kapitel, Leute. Der ist jetzt auch bald vorbei. Ich werde nicht mehr allzu lange machen. Und ja, mir fällt gerade auf. Wir haben einen Scheißdreck erreicht. Wir haben einfach nichts erreicht. Weil ich einfach extrem langsam vorwärts gehe. Okay, der hat so einen weitreichenden Angriff.
nicht. Ja, klar. Und jetzt kommen sie mal auf die Idee, sich zu bewegen. Er hat eine 3%ige Crit-Chance gehabt. Er hätte zwar den guten Fjord nicht umgebracht, aber... Das ist ja jetzt nicht so pralle, ne? Wisst ihr was? Ich habe heute Spendierlaune. Ich werde diesen Part noch ein bisschen länger machen, da wir halt so wenig erreicht haben. Aber nicht auf die gewöhnliche Länge von 20 bis 22 Minuten, wie es bei mir meistens ist, sondern mal auf vielleicht eine 25 Minuten länger, ne? Das ist mir gerade sehr lieb, dass sich Luffy um alles kümmert. Ah. Schön. Gut. Ja, oh, nee, ist klar. Hasse diesen. Mag diese weitreichenden Angriffe für mich selbst, ja, aber nicht, wenn der Feind sie besitzt. Oh, das ist immer sowas. Das nagt, das zerrt an den Nerven, Kinder. Das zerrt richtig an den Nerven. Schön, Waffenlevel erhöht. Damit kann sie jetzt Göttlichkeit tragen. Ah. Aha. Ei, ei, ei. Seht ihr das? Ach du heilige Scheiße. Ja, wunderbar. Also aus... Ich freue mich ja schon auf ein paar Gegner mehr, aber... Hilfe? Mami? Ich glaube, ich bin im falschen Film. Oh. Kacke. Okay. 17% Treffchance. Er hat so eine hohe Treffchance und seine Kameraden sicherlich auch. Wollen wir einfach mal hoffen, dass sie jedem Dreck ausweicht, der ihr entgegengeworfen wird. Und die Kleine werde ich mal mit dem Schwert dementsprechend hier hinstellen. Einstellst des Lebens müde. Das ist mir jetzt ein bisschen. Das ist mir jetzt ein bisschen zu gefährlich. Ich muss auf ein Crit hoffen. Oder nicht auf, ich kann nicht mehr rechnen. Oh, weia. Leute, unter Druck funktioniert mein Kopf nicht. 16, 100%. Reicht. Oh, war ja. Ja, schöner Level-Up dafür. So, wir haben noch den da als kleines Problem, aber... Das ist eher das geringste Übel noch. Ach, ja, guck mal da. Da war ja was. Also der Joshua wurde ja... Wollte gerade was ganz Böses sagen. Aber ich kann mich zügeln. Ein Level noch, Natascha, komm. Ein Level noch. Und das kriegen wir mit dem Barrierestab bestimmt noch hin. Ja, das dürfte passen. Er kann leider nicht angreifen. Weißt du was, Rolex? Mach mal. 3x9, Leute, ist... Bin ich so doof oder tue ich nur so doof? Ich sag ja, mein Kopf wird eingerostet. Im 20, Gott im Himmel. Passt. Wenn er getroffen wird, er wieder getroffen. Achtundzwanzig!
Also manchmal muss ich das echt hassen. So. Und ich hatte ja gerade gesagt, 25 Minuten werden es und 25 Minuten sind es. Knapp drüber. Ansonsten, Leute, ist ja doch noch so ein bisschen was passiert. Und wir werden sehen, wie das hier alles ausgeht mit unserer kleinen Konstellation hier. Im nächsten Part. Euer Matchup Mafia 96 meldet sich ab. Ciao.